Hallo und willkommen zum nächsten Teil meiner Ausbauserie zum Dacia Docker Minicamper. Heute sind wir wieder drin und heute wird leider nochmal genäht. Es ist mit den Polstern nicht getan. Heute soll es um die Gardinen gehen. Vielleicht kurz mal vorab, warum Gardinen? Also Gardinen machen einmal aus dem Grund Sinn, damit jeder ins Auto einfach reingucken kann. Und zum anderen Teil, um auch nicht direkt vom Lichteinfall morgens wach zu werden, sondern um es entsprechend auch dunkel im Auto zu haben. Ich dachte eigentlich, dass die Polster das Schwierige zu nähen wären, aber letztendlich habe ich jetzt festgestellt, dass es mit den Gardinen noch ein bisschen schwieriger ist. Ich habe viel rumgeflucht, habe einen oder anderen Fehlversuch jetzt am Anfang gehabt, aber jetzt sollte ich das Ganze so ganz gut hinkriegen. Fangen wir vielleicht mal an damit, was ich für einen Stoff verwende. Also ich verwende hier einen Stoff, der extra für Gardinen ist. Der Stoff ist relativ dünn und damit auch relativ leicht. Das war mir wichtig, weil wenn der Stoff letztendlich im Auto dranhängt, dann sollte er nicht zu viel Gewicht haben, weil sonst hält das Ganze nicht, gerade während der Fahrt. Der Stoff ist nahezu komplett blickdicht, also lässt kein Licht durch und ist damit perfekt geeignet für solche Gardinen. Bei Gardinen hat man natürlich überhaupt das Problem, das Ganze muss irgendwie an der Karosserie befestigt werden. Klar, viele machen es so. Die nähen hier einfach Magneten ein an allen Seiten und machen es dann entsprechend feste. Den Nachteil, den ich daran sehe und warum ich das nicht haben möchte, ich habe insgesamt 6 Fenster im Docker. Und wenn ich jetzt 6-mal sowas mit Magneten mache, dann muss ich die tagsüber irgendwo lagern und muss jedes Mal die richtigen richtig zuordnen, brauche wie gesagt nur eine Lagerfläche für die, muss die jedes Mal auseinandersortieren. Das möchte ich halt nicht haben und deswegen möchte ich die auf jeden Fall direkt an den Fenstern befestigen. Und ja, das Ganze habe ich mir beim René Krea da auch mal wieder abgeguckt, wie er das gemacht hat. Das ist eigentlich auch so die beste Lösung. Dazu habe ich hier einmal solche Neodym-Magneten. Das sind besonders starke Magneten. Und zusätzlich habe ich hier einmal diese Standard-Gardinenhalter, die man kennt. Diese hier. Und ich mache jetzt einfach Folgendes. Die sind ja hier hinten einmal klebend. Ziehe die ab. Klebt die auf den Magneten drauf und zusätzlich bohre ich hier dann noch eine Schraube durch, sodass das Ganze auf jeden Fall hält. Viele kleben diese Dinger auch direkt ans Auto. Nachteil davon ist natürlich, gerade im Sommer wird es halt sehr warm im Auto und wenn es relativ warm wird, dann löst sich in der Regel auch der Kleber ab und deswegen kommt dann hier zusätzlich noch eine Schraube durch, damit das auf jeden Fall sicher und feste hält. Ja, und zu guter Letzt natürlich dann die Gardinenstange, womit das Ganze einfach miteinander verbunden wird. Fertigen wir dann jetzt einmal den Halter für die Gardinen. Einmal der Magnet, einmal der Gardinenhalter. Der Magnet hat auf der Rückseite hier so eine leichte Einkerbung. Da werden wir später eine Schraube durchdrehen. Wir nehmen im Grunde den Gardinenhalter, machen den Kleber hier einmal ab, kleben den dann von vorne auf. So. Problem ist jetzt, diese Klebeverbindung wird gerade, wenn es jetzt im Sommer wirklich richtig warm im Auto wird, wird die sich im schlimmsten Fall lösen. Deswegen drehen wir an der Stelle jetzt noch einmal zusätzlich eine Schraube dadurch. So. Einmal das, einmal eine Schraube. Geht natürlich am einfachsten an der Stelle mit einem Akkuschrauber. Problem ist jetzt mit der Schraube so ein bisschen. Die wird natürlich auch magnetisch angezogen von dem Magneten. Ein bisschen Formular klappt das aber dann auch. So. Und dann wird die einfach reingeschraubt. So. Passt. Und jetzt kann auch im Sommer, wenn sich die Klebeverbindung löst, hält das Ganze trotzdem. Und nehme ich jetzt die Schraube, guckt hier vorne noch durch. Dazu nehme ich einfach einmal eine Zange und knipse das Ganze dann hier einfach ab. So, nachdem das Ganze jetzt abgeknipst ist, haben wir hier schön mehr oder weniger eine Ebene und wir können ohne Probleme die Gardinenstange hier an dem Halter befestigen. Da der Magnet jetzt so auf der Karosserie relativ stark hin und her rutschen würde, machen wir jetzt einfach Folgendes und setzen hier hinten mit der Heißklebepistole so eine ganz leichte Heißklebeschicht drüber, sodass er dann nicht mehr verrutscht, sondern hierdurch letztendlich feste ist. Das Gummi stoppt das Ganze dann da so ein bisschen. So,
Und damit ist dann der erste Gardinenhalter auch fertig. Davon müssen wir jetzt noch ein paar weitere produzieren. Wie das mit dem Gardinenhalter jetzt hier genau im Auto funktioniert, das zeige ich euch jetzt einmal. Ich habe hier einmal zwei von diesen Magneten mit dem Gardinenhalter dran und einmal die Gardinenstange. Ich packe jetzt einfach hier die Magneten jeweils an die Seite. Einen hier hin, einen da hin. Und dann packe ich im Grunde einfach die Stange einmal von der einen Seite zur anderen Seite. Jetzt nehmen wir einmal die Maße für die Gardinen. Das machen wir einfach so, wir schauen uns immer die weitest auseinanderliegende Stelle an. Also wenn wir zum Beispiel hier die Maße nehmen wollen, sollten wir hier unten irgendwo ansetzen, weil es da doch letztendlich am weitesten ist. Und dazu messen wir einfach einmal von hier oben bis hier runter. Und dann komme ich so auf 49 cm, dann haben wir ein bisschen Überlappung hier, sodass die Magneten hier unten auf jeden Fall problemlos ansetzen können. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie hier noch genau ans Fahrzeug anpassen. Die Vorhänge, die stehen dann hier halt ein bisschen über, weil das macht das Ganze unnötig kompliziert und bringt aus meiner Sicht jetzt auch nicht so viel. Dann kommen wir zur Breite. Dann nehmen wir natürlich auch die breiteste Stelle, also sprich irgendwo hier bis hier drüber. Und dann würde ich dann 78 cm nehmen, sodass ich schön hier auch ein bisschen Überlappung drin habe, damit dann die Magneten letztendlich hier seitlich sich auch schön festfinden können. Nachdem wir jetzt die Halterung für die Gardinen gefertigt haben und die Maße für die Gardinen genommen haben, können wir dann jetzt mit den eigentlichen Gardinen loslegen. Dazu machen wir Folgendes. Wir nehmen letztendlich ja den Gardinenstoff und wollen dafür sorgen, dass es von beiden Seiten einigermaßen gut aussieht. Deswegen reicht es hier jetzt nicht, das Ganze einmal umzuklappen, weil dann habe ich hier immer noch die Naht an der einen Seite. Ich muss das Ganze doppelt umklappen. Und deswegen muss ich jetzt beim Ausschneiden des Stoffes das Ganze berücksichtigen. Außerdem habe ich ja vor, hier oben eine Gardinenstange durchzustecken. Deswegen brauche ich da logischerweise auch ein bisschen mehr Platz zum Umklappen. Und an den Seiten möchte ich so kleine Magnete einnähen, sodass ich diese Magneten seitlich auch noch an der Karosserie befestigen kann. Und ich deswegen an der Seite nicht so viel überhängen lassen muss. Das heißt, man kann den schön stramm spannen, weil an den Seiten auch noch Magneten sind, die man jeweils an der Karosserie befestigen kann. Fangen wir mal an mit dem Ausschneiden des Stoffes. Das Wichtigste ist auch jetzt hier erstmal wieder, dass der Stoff schön glatt ist, sodass ich ihn vernünftig abmessen kann und da keine großartigen Falten oder ähnliches drin habe. Jetzt brauche ich hier zum Beispiel eine Gardine mit 62 cm x 38 cm. Da ich an den Seiten das Ganze jetzt noch umschlagen muss, rechne ich jeweils einfach ca. 10 cm drauf. Das reicht an der Stelle dann aus, um das Ganze umschlagen zu können. So, fangen wir an mit den 50 cm. Ich habe aus den 38 jetzt einfach mal 50 gemacht. Plus 10 wären 48. Ich runde jetzt noch mal ein bisschen, da die Stange ja auch da oben noch rein muss. Dann zeichne ich mir hier einmal die 50 an. Das Ganze wieder mal ein paar Mal hier über die Länge. So, und dann habe ich für die Breite einmal 62 cm, die ich brauche. Daraus mache ich 72. So, und das ist jetzt der Stofffetzen, den ich dafür verwende. Um dieses einmal kurz vorzustellen, hier oben kommt die Gardinenstange durch. Und an der Seite kommen hier jeweils pro Seite drei Magneten rein. Die werden in die Taschen eingenäht, sodass man die Sachen seitlich dann auch fester machen kann. Anfangen werden wir an der Stelle jetzt hier erstmal mit den seitlichen Taschen. Und zwar machen wir das wie folgt. Wir brauchen dazu einmal wieder ein paar Nadeln, mit denen wir das Ganze fixieren können und feste machen können an der Stelle. Dazu schlagen wir das Ganze jetzt hier, nehmen wir mal so, dann schlagen wir das Ganze so ein bisschen um. Und dann schlagen wir das Ganze nochmal um. Wichtig ist bei dem Umschlagen jetzt, dass wir hier wirklich genug Platz haben, dass wir durch den Tunnel hier später die Magneten noch durch reinschieben können. So, machen wir das einmal.
Ihr seht, das war eine Riesenfrickelei. Dieser Stoff lässt sich einfach nicht so einfach umlegen wie zum Beispiel der Polsterstoff. Deswegen müsst ihr letztendlich einfach ein paar mehr Nadeln nehmen. Und ja, ich kriege hier keine hundertprozentigen Ergebnisse hin, aber mir reicht das auch so. Jetzt nähen wir hier das Ganze einfach einmal zusammen. Wichtig ist, dass wir jetzt hier relativ nah an der Kante nähen, sodass wir auf jeden Fall noch ausreichend Platz in dem Tunnel haben, um da später die Magneten durchzuschieben. So, dann ist an der Stelle auch die erste Naht fertig. Ist nicht ganz gerade geworden. Wie gesagt, das können einige sicherlich besser als ich. Aber mir reicht das so auf jeden Fall. Und der Tunnel ist auf jeden Fall ausreichend, um da später die Magneten dann durchzuschieben. Aber da kommen wir später zu. Jetzt als nächstes kümmern wir uns um die andere Seite, dass wir auf der anderen Seite quasi das gleiche machen. Relevant ist da jetzt natürlich, dass wir bei den Gardinen dann auch jetzt direkt die richtigen Maße einhalten. Dazu schauen wir jetzt erstmal, was wir hier wirklich an realer Breite brauchen. Ich brauche jetzt für den, wie gesagt, 62 cm. Das Ganze ist dann hier. Und wichtig ist jetzt letztendlich, dass hier an der Stelle die eine Umschlagkante ist, sodass ich auf jeden Fall die Abstände einhalte, wie ich sie haben möchte. Und dazu muss ich das Ganze jetzt erstmal wieder zusammenstecken, wie auf der anderen Seite. Damit sind jetzt die beiden seitlichen Taschen fertig, wo letztendlich die Magneten reinkommen. Was noch wichtig zu erwähnen ist, ist an der Stelle, dass man die Sachen immer in die gleiche Richtung nach innen umklappt. Also den nach innen umklappt und den nach innen umklappt. Sonst sieht das nämlich dann hinterher nicht so gut aus. So, jetzt kommt hier oben quasi die Stange an sich durch. Dazu wird das hier oben auch doppelt umgeklappt und genügend Platz oben für das Hin- und Herschieben gelassen. Nachdem die Gardinenstange jetzt hier oben ohne Probleme durchgeht, geht es jetzt einmal darum, drei von diesen Magneten hier jeweils in die Tasche einzunähen, sodass man das Ganze so auch an der Karosserie problemlos befestigen kann. Dazu nehmen wir einmal wieder die Seite, wo wir die Sachen quasi auch umgeklappt haben. Einmal nach 2 cm kommt einer, dann kommt nach ca. 16 cm einer. Und dann nach 28 cm nochmal einer. Und dann setzen wir jetzt im Grunde hier eine Naht hin, schieben den Magneten rein und setzen noch eine Naht davor, sodass er da nicht mehr raus kann. So, und damit ist dann auch der erste Magnet erfolgreich eingenäht. Und das gleiche mache ich jetzt im Grunde noch für die beiden anderen. So, und genau wie auf der anderen Seite machen wir jetzt hier auch jeweils einen Magneten rein bei 2, 16 und 27. Die Magnete sind jetzt insgesamt 6 Stück, alle in die Taschen hier eingenäht. Und jetzt kommt es letztendlich nur noch darauf an, dass wir das hier unten einmal umklappen. Da sind natürlich jetzt auch letztendlich die Maße wieder interessant. Wir messen jetzt einmal von hier oben, gucken an, wie lang das Ganze insgesamt werden soll. Das soll hier an der Stelle 38 lang werden. Markieren uns hier 38 wieder. Und genauso wie eben ist das jetzt hier auch quasi die zweite Umschlagkante, die das Ganze dann nach unten begrenzen soll. So, und schon ist der erste Vorhang fertig. Wie gesagt, sieht jetzt nicht ganz so pralle aus, aber mir war halt wirklich wichtig, ich möchte so viel wie möglich selber machen und mir reicht das letztendlich auch. Die Vorhänge werden sowieso nur vorgezogen, wenn es dunkel ist.
Von daher sieht man die, gut, wenn Licht drin, dann ist schon, aber nicht so im hellen Tageslicht. Und von daher reicht mir das auf jeden Fall. Der Stoff ist halt einfach vom Material her schwer zu vernähen. Für den eigentlichen Anwendungszweck ist der Stoff super, weil er einfach wirklich verdammt leicht ist und trotzdem kein Licht durchgeht. Jetzt ziehen wir den Vorhang einfach mal hier draußen im Auto auf die Gardinenstange auf und ich zeige euch auch einmal, was ich genau mit dem Magneten jetzt letztendlich meine. So, nehmen wir einmal die Stange hier raus. Schauen uns das Ganze an. Also wie gesagt, das wird für mich die Innenseite. Dann packen wir die Gardinenstange einmal hier durch. Das ist so ein bisschen Fummelei. So. Einmal hier rein. Einmal da rein. So, das ist dann letztendlich der Vorhang. Und dann hat man hier die Möglichkeit, die Magneten dran zu pinnen, sodass man das alles hier schön lichtdicht abschließen kann. Das gleiche auch auf der Seite. Ja. Und dann ist der erste Vorhang fertig. Man sieht, der ist wirklich lichtdicht, der Vorhang. Kann natürlich überlegen, hier unten noch irgendwie vielleicht noch magnetisch was dran zu machen, weil da kommt es noch ein bisschen Licht durch. Aber wie gesagt, das wird die Praxis zeigen und das werde ich mir dann mal in Ruhe anschauen. So, ihr habt gesehen, der Vorhang erfüllt quasi seinen Zweck. Der Verdunklung liegt gut an, passt soweit gut. Wie gesagt, geht ein bisschen besser, ist nicht ganz so einfach, gerade wenn man halt zum ersten Mal für dieses Projekt jetzt hier am Nähen ist. Wie gesagt, ich wollte so viel wie möglich selber machen und von daher verzichte ich dann teilweise auch auf ein bisschen Optik und sage, gut, habe ich selber gemacht, ist nicht hundertprozentig geworden, aber wie gesagt, habe ich halt dafür dann selber gemacht. Ja, das war's dann eigentlich auch schon zum Teil mit den Gardinen. Ich muss jetzt noch ein paar davon machen. Das Schöne ist, danach ist das Thema Nähen dann endlich beendet. Ich sag dann mal, bis zum nächsten Teil. Ciao.